So, hallo, wir machen weiter bei. Habe ich jetzt eigentlich die Aufnahme gestartet? Ich hoffe. Ich habe. Bei Rock Legacy. Entschuldigung. Das letzte Mal haben wir Kirrs Obol gefunden. Und ich dachte, ich kann damit wieder in den Bossraum, aber offensichtlich nicht. Beziehungsweise, es hieß, dass jetzt meine Seele durch andere Tore gehen kann. Also versuchen wir jetzt nochmal den Kirre Bossraum zu finden. Ich würde mir das schon wünschen, gegen Kittere nochmal zu kämpfen, denn das hatte ganz viel Geld gegeben. Mal gucken, vielleicht finden wir ihn ja. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Geld? Warum lasse ich Geld liegen? Was ist los? Bin viel zu aufgeregt gerade. Außerdem haben wir ganz knapp Alexander nicht besiegt. Leider musste ich da eigentlich besiegt anfügen. Was sehr dramatisch ist für mich. Aber gut. Du bist tot. Und wir haben immer noch den Flug eingetauscht gegen die Vampirrune, die mir an der Stelle einfach lieber ist. Und wir haben Mappy Attack abgemacht, damit wir die kleinen Viecher bei Alexander schneller kaputt machen können. Da komme ich nicht ran, ne? Nee. Da bräuchte ich die Axt für. War hier drüben jetzt noch was? Nein. Und an den Gegner komme ich, wie gesagt, nicht ran. Keine Runde für mich, also schade, schade. Da komme ich auch nicht ohne Schaden durch bisher. Also, ein bisschen pa Take no damage, okay. Ach, ich habe wieder denselben Fehler gemacht wie das letzte Mal. Ich darf auf dem Dings nicht stehen bleiben. Mein Gott. Irgendwann wird es halt echt peinlich, ne? Das ist jetzt ziemlich viel Eis, was hier kommt. Ja. So. Ja, die Musik ändern wir lieber nicht. Mit der bin ich ziemlich zufrieden. Nein, dumm, blöder Mist. Das hat jetzt zwei Hits gebraucht. Ach, ich bin weder Paladin. Oh. Warte, das. Das mit der Attacke war ja vorhin. Ich war ja vorhin Paladin. Und als Paladin habe ich ein bisschen mehr Attack, glaube ich. Das heißt, die Attack-Up hat jetzt wahrscheinlich noch nicht mal eine Auswirkung, wenn ich auf Alexander treffen sollte. Das ist ja nicht so geil. Au. Das war auch nicht so geil. Hat nämlich sogar wehgetan. Au, das auch. Was mache ich schon wieder? Als ob meine HP nichts wert wäre. Warum tue ich das? Ein bisschen besser aufpassen beim Spiel. So. Ey, geh in die falsche Richtung. Blödes Bild. So. Da. Damage, das muss doch echt nicht sein. Das muss doch echt nicht sein. Okay. Holy fuck. Grundsätzlich ein guter Raum, aber erstmal kurz gucken. War mehr Verlust als Gewinn. Würde ich jetzt mal sagen. Vor allem was die HP angeht. Ah.
Bei Baron Queen hält halt viel aus, aber hat nicht so viel Damage. Das ist echt schlecht. Ich glaube, brauche ich gar nicht zu Alexander gehen. Aber zumindest kann man, wie gesagt, Kitas suchen. Das ist jetzt gerade... Oh, das ist tatsächlich offen, aber es sieht irgendwie anders aus. Was ist das denn? Hä? Alter, wie siehst du denn aus? Neo-Kittere. Was? Was bin ich? Ich bin was anderes. Ich bin dann so ein Spellcaster-Mage-Viech. What? Alter. Was zum... Ich glaube, ich soll das mit der Waffe machen. Wow, Alter. Was war das denn? Hä? Ach was. Ach so. Ich kann das so oft probieren, wie ich lustig bin. Und wahrscheinlich auch nicht nur in dem Wort. Das heißt, wenn ich einfach lerne auszuweichen und ihn die ganze Zeit mit dem Schwert beharke... Aha, okay. So, können wir mal ausprobieren. Dann gucke ich mal ganz kurz meine Stats an. Vielleicht haben die mir noch irgendwelche Spells gegeben. Haste. Ach, hier ist Siphon. Gain back 2 MP for every kill. Das ist Siphon, okay. Sprint. Wir können zweimal sprinten. Und wir haben Doppelsprung zweimal, okay. Okay. Und ich bin ausgerüstet mit allen Silberzeug. Ja, dann. Das heißt, man kommt, wenn man diese Viecher einsammelt, zu einer schwereren Version des gleichen Bosses, ja? Ach, scheiße. Hier oben stehen ist, glaube ich, geiler, aber... Ach, ich hab die Spezialfähigkeit vergessen. Wenn ich Spellmage oder wie das Ding heißt bin, dann kann ich doch die Spezialattacke einsetzen. Also ein größeres Schwert wahrscheinlich in dem Fall. Zack. Jawohl. Oh, habe ich jetzt nicht mehr. Muss ich einmal draufhauen und dann kann ich es wieder einsetzen. Ich verstehe. Ich muss ihn quasi nur hitten und dann kann ich schon die Attacke einsetzen. Und ansonsten muss ich ausweichen wieder nach wie vor. Hm, ob wir die nicht schaffen? Aber wahrscheinlich kann ich das dann jedes Mal machen. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich kann das Ausweichen noch nicht. Nee. Ich komme da noch nicht so wirklich gut dran vorbei. Nee, aber das Problem ist dann also auch, du wirst nicht besser. Du kriegst keine besseren Sachen. Du wirst immer mit derselben Ausrüstung bedient. Und dann schaffst du es einfach oder du schaffst es halt nicht. Ich kann nicht ausweichen. Ach, das war blöd, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Nee. Nee. Nee, ist okay. Ist okay. Das ist also dann Neo-Kitter. Okay. Das heißt... Ich kann Kittere in diesem One definitiv nicht mehr machen. Okay. Das heißt, man macht jeden Boss auch nur einmal. Dann gibt es wahrscheinlich auch eine Spezialversion von Alexander oder sowas. Lol. Wenn man das entsprechende Obol gefunden hat. Ist eine coole Idee, aber die sind mir definitiv zu schwer. Da habe ich jetzt auch nicht den Nerv für. Aber es ist cool, dass man dann nicht stirbt, sondern dass man die quasi einfach probieren kann. Wenn man lustig ist. Das finde ich cool. Das ist in Ordnung. Das ist nicht so in Ordnung. Hier will ich nicht hin. Ich will lieber in den Wald. Ins Wäldchen. Tja. Ja, Neo-Kittere muss dann leider erstmal ohne mich auskommen. Oh, du bist der Riesenberg-Typ. Okay. Du kriegst jetzt aber... Oh, du bist... Nein, du bist...
Oh, du bist ein Mage, der alles kann. Ihr seid die Überversion von den Mages, ja? Na, trotzdem könnt ihr nicht sonderlich viel. Na, was machst du als nächstes? Feuer, na gut. Ach, das war blöde. Oh, du gehst, du gehst. Oh, du gibst mir... Was ist das denn für eine Kiste? Oh, Blueprint, okay. Errungenschaft freigeschaltet, Aurophilia. Okay. Waren das jetzt spezielle Bosse? Keine Ahnung. Das ging jedenfalls. Hätten wir wahrscheinlich auch eher finden können. Whatever. So, ich kann nur nach rechts da unten. Das will ich ja sowieso. Das will ich ja sowieso. Dem einen ausgewichen und dem anderen reingerannt. Das ist immer typisch. Ach, jetzt. Ach, und ich bin natürlich wieder kein Paladin, sondern was bin ich denn? Ich bin schon wieder Dingens, ne? Ja, ja, scheiße. Das heißt, im Prinzip sind wir für Alexander schon wieder viel zu schwach, was den Attack angeht. Vielleicht soll ich dann mehr auf Geld sammeln gehen? Weiß ich nicht. Na, jetzt haben wir schon den Wald gefunden. Dann probieren wir es halt, falls wir ihn zufällig finden. Kann man ja machen. Sonst kriegen wir hier auch noch... Das war gut. Sonst kriegen wir hier auch noch Geld und Zeug und alles Mögliche. Und Journal-Einträge finden wir, wenn dann hier auch erstmal mehr als im Schloss. Vermutlich. Alter, was mache ich denn? Ganz im Ernst. Das ist schon, oh ja, die dauern ja. Die brauchen auf jeden Fall zwei Hits. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Hits, bis da irgendwas passiert. Das ist nicht so gut. Aber was soll's. Oh Gott. Ja. Du kommst hier nicht... Du kommst hier hoch. Aber hier kommst du nicht hin. Ja. Edge. Edgy Badgy. Okay. Dich kriege ich. Kein Problem. Du dauerst jetzt allerdings noch ein bisschen länger. Noch einen ganzen Hit mehr. Na gut. Und du genauso. Na super. Jetzt haut er mich jedes Mal runter, ja. Warum ist das Viech so schwach? Das ist zwar ein Tank, wie es so schön heißt, aber dann hat keine starke Angriffsdings mehr. Stirbst du bitte? Danke. Da unten ist noch eine Kiste. Naja, Geld ist ja in Ordnung. Was wir hier zusammenkriegen, meine ich, das ist ja alles in Ordnung. Gibt eigentlich keinen Grund, sich zu beschweren. Nur wir kommen halt nicht voran. Das ist halt alles nur Geld, was wir machen. Na, immerhin one-hitte ich die. So. Warum hat das nicht... schwören kann, dass ich es treffe. Na gut. Ach, ich darf den ganzen... Nee, darf ich nicht. Da drüben geht's weiter. Hab nichts gesagt. Hab mich nicht beschwert. Alles in Ordnung. Oh, Jesus. Das schaffe ich doch nicht. Das hätte ich schon vorher nicht geschafft. Aber wir könnten mal gucken, wie viel Damage ich mache. Nee, das bringt nichts. Da verschwinde ich nur meinen Mana. Und das wäre schade für Alexander. Schön. Schöner Raum hilft mir noch nicht viel. Um weiterzukommen, da unten muss ich... Ach, jetzt muss ich den ganzen Weg... Jetzt muss ich wirklich den ganzen Weg zurück. Na gut. Na gut.
Ich dachte schon, der trifft mich. Ich war eigentlich fest überzeugt, dass er mich treffen wird, aber... Ich gehe hier rum. Ne, hier geht's auch nochmal nach links. Rechts. Alter, wie oft muss ich euch denn jetzt hitten? Hitten! Komm her. Scheiße. Das ist kein guter Raum für mich. Das ist gar kein guter Raum für mich. Na super. Zieh mir die ganze Energie ab, bevor du mich zum Boss schickst. Ach, Spiel. Das geht doch so jetzt nicht. Nee. Oh. Nice. Blueprint. Hat sich ja gleich doppelt gelohnt. Trotzdem würde ich gerne noch ein bisschen Energie zurückbekommen. Das wird jetzt aber nichts mehr. Nein, dann muss es halt so gehen. Wir haben eh nicht genug Attacke. Das hat ja auch sowieso nicht funktioniert. Von daher scheiß drauf. Probieren wir es halt mit Skill. Die MP-Dinge hebe ich mir jetzt auf jeden Fall für die Viecher auf. Und wir versuchen, ihn vorher zu treffen. Ach, wow. Ich bin nicht drüber gekommen. Wow. Das geht ja jetzt schon den Bach runter. Das geht ja jetzt schon alles schief hier. Wenn ich die One hitte, dann läuft der Kampf wesentlich besser. Das war knapp. Jetzt schießt er und ich komme nicht weg. Doch, ich komme weg. Nein, schade. Na gut, ich denke, wir nehmen 20 Minuten auf, oder? Mal gucken. Ja, fast. Aber wenn jetzt ein Hokage zufällig da ist oder ein Paladin, da ist ein Paladin. Dann würde ich fast sagen, wir probieren schnell nochmal. Ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Und ich würde ebenfalls sagen... Wir haben auf jeden Fall noch einen Attack. Attack-Up rein. Und auch ein Armor-Up. Und noch ein Attack-Up. Und... Dann vielleicht noch das da. Oh, da... Was? Bestiality? Half Man, Half All Awesome? Press S to Awesome? Habe ich noch nicht. Kann ich auch nicht kaufen. 5.680. Hier geht es also auch noch mal ein Stück höher. Okay, gut zu wissen. Na gut. Ist aber in Ordnung jetzt. So, zack. Ah, wir haben... Scheiße. Jetzt habe ich Held natürlich alles hergegeben. Gut, Vampirism hätte ich eh nicht gewollt. Die hätte ich vielleicht gewollt. Geht jetzt nicht mehr. Na gut. Ist okay. Die eine Runde machen wir jetzt noch. Die eine Runde machen wir jetzt noch.
Ganz schnell in den Wald und ganz schnell zu Alexander. Und das ist schon mal ein Scheißraum. Ja. 62, das klingt doch ganz gut. Damit sollten die auf jeden Fall gewonnen hätte werden. Die kleinen Furies. Ich laufe einfach mal weiter nach rechts. In Hoffnung, dass es was bringt. Oh, das ist ein großes. Das ist der, der zielsuchend ist. Den hatten wir auch schon im Tower gesehen. Der ist gemein. Den mag ich nicht. Das geht nicht wirklich nach unten. Hier geht's ab. Ich will auch nicht nach unten, ich will nach rechts. Ups. Was rede ich denn? Wenn ich es schon falsch ankündige, dann laufe ich natürlich auch falsch weiter. Ist ja klar. Hier geht's wieder erstmal nach oben. Aber vielleicht dann... Oh, eine Note. Nein, wir haben das Beast of the Forest noch nicht gesuit. Gesloot. Hm. Ja, und es kommt auf jeden Fall danach der Tower, okay. Ja, jetzt geht das schon etwas uns... Oh, wow. Jetzt ist das Schurnel uns etwas voraus. Das Schurnel sieht in die Zukunft. Weil ich so langsam bin. Ich denke, das sollte mir definitiv zu denken geben, wenn das Journal schon mehr weiß, als ich es eigentlich sollte. Aber okay. Ich meine, es ist ja natürlich von jemand anders geschrieben. Das habe ich schon glaube ich, kapiert. Hier gibt es nichts zum Wald. Nein. Das hat mich jetzt auch gewundert, wenn es nach unten zum Wald gehen würde mal. Sehr. Hätte mich das gewundert. Sehr. Dann muss ich hier das alles wieder hoch und das war alles hier bisher Quatsch. Na, ist ja ganz toll. Na gut. Was zum... Ah, jetzt redet er vom Tower. Da waren wir noch gar nicht. Aber es geht ja eben um irgendjemanden, der das schon mal gemacht hat, so wie ich das bisher verstanden habe. Trotzdem sollte das, glaube ich, eigentlich jetzt der Tower sein, eher wie man schon ist. Und damit das zusammenpasst, würde ich jetzt mal vermuten. Aber gut, was soll's. Ach, das habe ich aufgepasst. Das war dumm. So, hier geht's schön nach rechts. Das ist super. Immer weiter nach rechts. Ausnahmsweise ist rechts wieder gut. Wow, das war Timing. Halt, da oben ist eine Kiste. Bevor wir den Raum verlassen, holen wir uns auf jeden Fall die Kiste. So. Jawohl, und hier geht's zum Forest. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich das Wort gefunden habe, aber jetzt ist es mir eingefallen. Forest. Und am besten gleich den Boss. Ich will hier gar nicht lange mich aufhalten. Will ich wirklich nicht. Ja. Das geht auch vorher kaputt, dachte ich mir. No fighting. Okay. Also ich darf Damage nehmen, aber ich darf nicht kämpfen. Na gut. Siff und Runen. Und runter. Wobei, jetzt hätte ich ja fighten dürfen. Jetzt darf ich ja fighten, ne? Eigentlich. Wäre vielleicht gar nicht mal so ungeil. Wegen den HP-Geschichten. Tja. Tut mir leid, euer Raum ist nicht mehr friedlich. Ich war hier. So. Shit. Das war irgendwie richtig doof. Das ist auch jetzt nicht so geil. Aber ja, die one-hitten wir jetzt. Wenn sie nicht gerade Level 27 sind, one-hitten wir sie. Die waren beide Level 27, weil sie meinten, hi, ich bin Level 27.
Und der war Level 24 und das sind die beim Boss auch. Und die one-hitten mir. Sehr schön. Mehr will ich doch gar nicht. Jetzt brauche ich nur noch den Boss. Aua. Don't shoot at me, I. Please don't. So. Yee. Wobei, was mir gerade einfällt bei dem Neo-Viech, es könnte natürlich sein, dass unsere Attack-Up und so weiter da auch dazu zählen. Das ist gut möglich. Bossraum, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir gucken nur ganz kurz da drüben hin, wie ihr das kennt, aber ich werde nichts machen dort, wenn es nicht ein super einfacher Raum ist. Die 2 HP hole ich mir auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir raus. Das ist mir jetzt zu riskant. Das ist mir jetzt deutlich zu riskant. Was ist hier unten noch? Das nehmen wir auf jeden Fall natürlich auch noch mit. Wäre ja blöd, wenn nicht. Yes! Ich kann sogar einmal sterben. Yes! Was haben wir hier noch? Nö. Obwohl... den ersten Hit. Nee, lassen wir. Das ist es nicht wert. Ich kann sogar einmal sterben. Das ist natürlich geil. Das ist jetzt natürlich cool. Hallo, Alexander. Hau ihm gleich mal hier das Schwert rein. Ins Gesicht. Ja, das war jetzt nicht so geil. Jawohl. Das war schon besser. Und wollte ich sie? Ich wollte sie. Was wollen wir denn mehr? Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Erstmal das Schwert wieder in den Kopf. Schwert in den Kopf. Eigentlich ziemlich brutal, wenn man so überlegt. Aber hey, why not? Können wir einmal noch? Ich glaube, wir können noch einmal. Jawohl. Ah, es kostet ja nur 15. Oh Gott, der wird wehtun. Ja, passt aber. Passt aber alles. So, jetzt können wir langsam mal normal angreifen. Eins haben wir noch. Mensch, was mache ich denn? Bisschen besser aufpassen, Junge. Slayen wir die erstmal alle weg, dass wir ein bisschen mehr Energie haben. Und dann kriegt wieder Alexander aufs Maul. Sehr schön. Schade, dass wir ein P nicht zurückbekommen. Aber macht ja nichts. MP würden wir halt zurückbekommen, wenn wir die Rune genommen hätten, dass man beides bekommt. Aber dann wahrscheinlich nicht zwei, sondern jeweils eins dann wahrscheinlich entsprechend. Das teilt sich bestimmt auf. Kann mir nicht vorstellen, dass man dann genauso viel... Jetzt bleibt er stehen. Jetzt schießt er. Das war blöd. Warum bin ich hier reingesprungen? Ah. Ich fände es eigentlich ganz schön, wenn wir den Ring des Hyperforia-Dingens nicht gleich nutzen müssten. Ich habe zwar nichts dagegen, aber es wäre ein bisschen schade, weil ich habe eigentlich erwartet, dass ich ihn auch so schaffe jetzt. Okay. Erstmal weg mit euch. Jetzt wieder mal ein bisschen auf ihn. Jawohl. Da fehlt ja nicht mehr viel jetzt. Gar nicht mehr viel fehlt da. Der ist auf jeden Fall down. Das ist gut. Ein Hit noch. Phasmophobia. Alter. Und da hängt da in der Luft und ist tot. Nice. Armor Increase plus 2, Damage, Magic Damage plus 1, HP Increase plus 5. Das war unser zweiter Boss. Sehr schön. Ja, dann können wir jetzt hier noch kurz den Raum clearen. Eventuell ist da ein bisschen was, was wir holen können. Ansonsten... ja, Kohle ist hier auf jeden Fall noch ein bisschen und Geld und sowas hier. Oh, warum nicht noch eine Dingens? Gut, passt. Ach, pff, das habe ich ja auch noch.
Ah, ich würde jetzt aufhören. Ist doch in Ordnung jetzt. Man muss es ja nicht über... Oh, wo geht's denn hier hin? Ach so. Tolle Abkürzung. Oh, hier oben ist noch eine Kiste. Na gut, die holen wir uns noch. Die Kiste holen wir uns noch. Wir holen uns die Kiste nicht mehr, aber da ist der riesengroße Alexanderkopf. Sehr gut. Okay. Dann haben wir für das nächste Mal wieder richtig viel Kohle zum Upgraden. Und werden da wahrscheinlich das Biest nehmen, würde ich mal sagen. Dieses Bestiality-Dingens da. Was immer das ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich noch ein neuer Charakter oder so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, danke fürs Zugucken. Jetzt reicht's auf jeden Fall. Was ist eigentlich, wenn ich hier drauf drücke? Das sind die Credits, okay. Dann haben wir das geklärt. Ja, danke fürs Zugucken. Und tschüss.